Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich glaube, die ein oder anderen von euch haben es wahrscheinlich schon mitbekommen. Bei Aldi hat es vor kurzem einen sehr, sehr krassen Rassismusvorfall gegeben. Ich glaube, ich brauche euch das jetzt nicht nochmal alles erzählen. Das könnt ihr natürlich euch detailliert nochmal durchlesen. Auf vielen Plattformen ist es verfügbar. Ich habe hier einige Videos bekommen, oder besser gesagt, ich habe einige Videos mir angeschaut und es ist, glaube ich, selbsterklärend, Freunde. Schaut euch dieses Video gerne an, wenn ihr gerade ein paar Minuten Zeit habt, meine lieben Freunde. Das wird mich natürlich freuen. Am Ende des Ganzen gibt es ein Statement von Manuelsen dazu. Er wird natürlich immer wieder dazu gerufen, wenn es irgendwelche Rassismusvorwürfe oder irgendwelche Angelegenheiten gibt, wo eine schwarze Person mit im Spiel kommt, wird dann natürlich dazu gerufen. Am Ende könnt ihr euch gerne dieses Video reinziehen dazu. Das gibt es natürlich auch jetzt hier gleich im Anschluss. Okay, Leute, ich bin jetzt gerade hier im Aldi. Wir sind gerade hier im Aldi. Und Aldi, ihr seht gerade diese Menschen hier. Ihr seht gerade diese Menschen hier. Und die greifen mich sogar an. Die greifen mich sogar an. Und die nennen. Die stehen hier und die sagen, die kommen. Negerpisse. Geh mal weg, halt mein Handy nicht an. Lass mein Handy nicht an. Lass mein Handy nicht an. Die stehen jetzt hier. Und guck mal. Der ist der Meinung, der will Negerküsse kaufen. Ich habe ihn aufgeklärt, Neger gibt es nicht mehr. Die meinen, weil sie damit groß geworden sind, haben sie auch das Recht, das zu sagen. Diese Menschen hier. Ja, wir haben verstanden, wir haben verstanden. Wir haben verstanden. In Aldi wurde ein Schwarzer angegriffen und es wurde dabei gefilmt. Und also der wurde beleidigt. Ja, wir haben es verstanden, wir haben es verstanden, ja. Hört auf, es mir zu schicken, ich kann es nicht mehr sehen. Okay, anstatt dass sie es mir schickt, geht zu dem Aldi und macht was. Geht zu dem Aldi, wo das war, das ist in Neukölln, wenn mich nicht alles täuscht. Geht dahin und macht was. Ich will es natürlich niemanden zu einer, kriminellen Straftat hier motivieren. Das wäre natürlich falsch und gegen das Gesetz. Also, nochmals, ihr könnt demonstrieren, ihr könnt euch kundtun, aber bitte nur im Rahmen der gesetzlich erlaubten Barrieren, okay? Und so. Und an dem Bruder, du hast praktisch gesehen, den Sechser im Lotto von diesem Mann da bekommen. Das ist so eine Einladung zu einem Wellnesspark für 14 Tage umsonst. So eine Einladung hast du gekriegt, weil der Typ hat dich mit einer Kiste beschmissen und du hast hier in Deutschland das Recht, dich zu verteidigen. Okay? Und anstatt, dass du es filmst und sagst, ja, ich werde hier rassisch angegangen, hau den Typen in die Fresse, Mann. Hau den Typen in die Fresse. Das ist sogar dein gutes Recht, weil er hat dich angegriffen. Hau den Typen in die Fresse. So. Damit dein nächstes Mal besser überlegt. So, hol nicht dein Telefon raus und sag, Hilfe, Hilfe, ich werde hier beleidigt. Sehen Sie, der Typ beschmeißt mit einer Kiste und du holst das Telefon raus und filmst. Hau den Typen in die Fresse, Mann. So. Und jetzt bitte, ich habe das Video jetzt gesehen, ich habe es gesehen. Ja, ich teile es auch. So, ich will mich auch erklären, warum mir das auf den Sack geht. Okay? Nicht, dass Leute jetzt wieder denken, hier, mir ist das scheißegal. Nein, mir ist das nicht scheißegal, mir geht das sehr nah. Aber mir reicht es einfach nicht mehr, dass Leute jetzt ins Internet gehen, das Ding teilen und sagen, guck mal, wie böse Aldi ist. So, das reicht einfach nicht mehr. So, diese Maßnahme reicht einfach nicht mehr. Das sind so Almosen, die man kriegt. Guck mal, oh, guck mal, wie arm die Schwarzen dran sind. Guck mal, schon wieder wurde einer beleidigt. Ne? Das ist aber scheiße von Aldi. Das reicht mir nicht mehr. Also was heißt Almosen? Das sind keine Almosen. Die Leute haben ja Solidarität. So, Respekt, ich fühle das. Aber gerade der schwarze Bruder, der da gefilmt wurde, Bruder, du musst dich da gerade machen, Bruder. Hau dem Typen in die Fresse, Bruder. Hau dem Typen in die Fresse, wenn er dich schon angreift, Bruder. Du hast das Recht zu verteidigen. Hau ihn aufs Maul, Bruder. So. Dann sollen die das Video teilen und sagen, guck mal, wie der sich gerade gemacht hat, der Schwarze. Das ist schon mal ein ganz anderer Flex, Bruder. Wenn du mich fragst. I'm just saying. So, Freunde, jetzt seid ihr gefragt. Was haltet ihr zu dieser Thematik? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare rein. Ich will da jetzt ein wenig unparteiisch sein und werde jetzt nicht meine eigene Meinung da interpretieren. Also, schreibt mir gerne einen Kommentar, liked dieses Video und abonniert meinen Kanal, wenn ihr weiter solche Videos sehen wollt. Peace and out!